Servus zusammen, ich bin der Bruno Max und ich möchte euch heute mit meinen zwei Kolleginnen, der Sarah und der Anna, drei effektive Übungen für Beschwerden im Schulter-Nackenbereich zeigen. Ich möchte mit einer ganz einfachen Dehnung von der Schulter-Nackenmuskulatur beginnen. Die ist häufig verkürzt aufgrund von vielen Sitzen und kann auch Kopfschmerzen verursachen. Um jetzt mal die Spannung hier auf der rechten Seite ein bisschen rauszukriegen, nehmen wir mal die rechte Hand Richtung Schulter. Schieben den Ellenbogen langsam nach unten. Dieser Zug wird hier gehalten. Kombinieren das Ganze mit einer Seitneigung. Wir nehmen das linke Ohr Richtung linke Schulter. Hier oben sollte schon leichter Zug entstehen. Kombinieren das Ganze mit einer Rotation, circa um 45 Grad. Die Blickrichtung sollte in etwa Richtung Hand gehen. Um das Ganze jetzt noch zu verstärken, können wir hier mit der Hand rumgreifen und hier noch leichten Zug in die Seitneigung ausüben. Das Ganze sollte in etwa 30 Sekunden gehalten werden. Danach Wechsel auf die andere Seite. Die nächste Übung ist zur Stabilisation und Kräftigung der Halswirbelsäule. Für diese Übung benötigen wir ein Theraband, das über den Hinterkopf gespannt wird und mit den Händen an der Wand fixiert wird. Der Rumpf ist anzuspannen und man geht ganz leicht in die Knie. Nun macht man ein Doppelkinn und schiebt das Kinn nach hinten Richtung Wirbelsäule. Die Halswirbelsäule wird gestreckt. Dies hält man ein paar Sekunden, dann wieder locker lassen. Und wieder ein Doppelkinn machen. Das Kinn wird nach hinten Richtung Wirbelsäule fixiert. Alles wird gestreckt. Und wieder locker lassen. Die ganze Übung sollte man circa 5 bis 8 Mal wiederholen. Dann eine kurze Pause machen. Die nächste Übung ist der Morgengruß aus der FBL. Es ist eine Übung zur Mobilisierung des ganzen Rückens, vor allem aber des Schulter-Nackenbereichs, und kann man gut im Alltag einsetzen, also zum Beispiel auch im Büro. Dazu braucht man eigentlich nur einen Hocker, der optimalerweise so hoch ist, dass Hüfte und Knie ungefähr auf 90 Grad Beugung sind. Die Beine sollten wieder ungefähr hüftbreit stehen, die Fersen unter den Knien. Und dann starten wir damit, dass die Handrücken zueinander schauen und nach vorne unten ziehen. Die Wirbelsäule dreht von Kopf abwärts nach unten ein und wir schieben den ganzen Oberkörper nach unten und dann im Wechsel beide Arme aus den Schultern nach unten. Beide Seiten ungefähr 3 Mal und dann öffnen wir mit den Handflächen nach außen. Brust öffnet sich, der Kopf legt sich in den Nacken und die Wirbelsäule geht leicht ins Hohlkreuz. Genau, man kann diese Übung jeden Tag möglichst machen, auch mehrmals, und den Wechsel aus Beugung und Streckung auch ungefähr 10 Mal in einer Sitzung wiederholen.